Servus Leute, willkommen zu einer neuen Tour in der Schweiz. Heute geht's von Lein in Richtung Kreusen und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dabei. Der Weg zieht sich jetzt hier erstmal ein bisschen über so einen halb asphaltierten Forstpfad. Ich denke mal, das ist hier für die Landwirtschaft ein bisschen viel einfacher zu fahren. Aber das ist nicht schlimm, es geht sich gut. Und bei der Aussicht ist das eh ziemlich egal. Das Einzige, was ist, da vorne, da wird es schon ein bisschen dunkel. Heute Nachmittag ist ein bisschen Regen, oder heute Abend besser gesagt, ist Regen angesagt. Ich hoffe, dass ich die Tour noch beenden kann, bevor mich das da erwischt, weil nass werden habe ich irgendwie keine große Lust zu. Aber wenn es denn so ist, dann ist es so. Dann können wir es auch nicht ändern. So, der asphaltierte Weg ist jetzt hier zum Schotterweg gewichen. Aber Leute, schaut euch diese Aussicht an. Ist das nicht der Hammer? Das ist richtig gut hier. Dafür lohnt sich das nach oben kraxeln. Echt toll. Ich laufe hier ziemlich gerade, das ist ganz okay. Aber guckt euch das mal an. Da unten, da, auf dieser Schräge, weiden Kühe. Das ist echt ein Wahnsinn, wie die sich hier auf diesem Abhang halten können. Richtig cool. Die genießen wahrscheinlich auch diese Aussicht hier. Verständlicherweise. Da würde ich als Kuh hier auch grasen wollen. So, da geht's jetzt weiter. Auf geht's. Von da unten bin ich gekommen. Hier gehe ich jetzt hoch. Das ist die Karenzalm. Oder der Hügel oder der Berg heißt so. Auf jeden Fall sehr schön. Da könnte man sicherlich super Pause machen, aber ich will ja weiter. Und hier unter dem Bäumchen habe ich mich kurz ausgeruht. Und da oben geht es weiter. Also, nicht lange warten. Bene los. Ich bin hier jetzt auf so einem befestigten Weg durch den Wald gekommen. Das ist gerade richtig angenehm mit dem Schatten. In einer prallen Sonne zu laufen, meine Fresse. Da wird es einem kuschelig. Da vorne fängt zwar schon wieder Sonne an, aber ich habe Hoffnung, dass hinter der Anhöhe wieder ein paar Bäume kommen, die Schatten spenden. Und das ist echt ganz schön anstrengend, wenn du hier hochkraxelst. Hinter der Hügelkuppe kam natürlich kein schattenspendender Baum, sondern Sonne. Aber das ist okay. Ich sehe schon Schatten kurz voraus. Ein kleines Stück. Es ist so cool hier, Leute. Seht euch das an. Das ist atemberaubend. Also die Alpen immer wieder faszinierend. Ich bin jetzt, das war das erste Mal in der Schweiz wandern. Sonst sind wir in Österreich früher gewesen. Oder letzten Jahre in Südtirol, Dolomiten. Das war richtig toll. Das ist auch richtig schön hier. Nur Schweiz hat leider das Problem, das ist ganz schön teuer für deutsche Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Ob das für die Schweizer hier normal ist, kann ich nicht sagen. Aber für uns aus Deutschland kommende ist das natürlich schon echt sportlich, was man hier bezahlt. Aber
Deswegen machen wir vorher so hauptsächlich Selbstverpflegung. Klar, wenn wir irgendwo mal Rast machen, dann trinken wir auch mal was oder essen mal eine Kleinigkeit. Aber den größten Teil machen wir Selbstverpflegung. Unterwegs gibt es eine schöne Brotzeit, ein Käffchen. Und dann hält sich das mit den Kosten auch halbwegs in Grenzen. Uiuiui, hier guckt euch das an. Herrlich, herrlich. Zu schön, um hier lang zu laufen. Richtig gut. Von hinten knallt die Sonne. Noch ein bisschen knackig im Nacken. Aber besser als bei Regen laufen. Also, oh, jetzt kommt erstmal eine kleine Steigung. Ich schalte euch später wieder zu. Da sieht man, bei Schmelze oder Starkregen schießt hier das Wasser runter. Momentan ein ganz kleiner Rinnsal, wirklich minimal. Und der stürzt dann da in die Tiefe. Das ist echt schon erstaunlich, was da für Kräfte freigesetzt werden. Da werden ganze Bäume mitgerissen. Sagt mal Leute, wie haltet ihr das eigentlich bei der Verpflegung auf Wandertouren in den Bergen? Nehmt ihr was mit? Oder kocht ihr unterwegs? Ich meine, viele, die hier bei YouTube unterwegs sind, Bushcrafter, Outdoorer und wie wir alle uns nennen und heißen, nehmen Kocher mit, nehmen Hobos mit, kochen sich unterwegs selber was. Aber ich muss sagen, ich meine, ich bin auch recht neu bei dem Ganzen in dem Hobby, mache das jetzt noch nicht so lange. Zu Hause, da hast du ein Hobo stehen, da hast du ein Trangier stehen, alles da. Aber um das jetzt in den Alpen auf den Berg zu schleppen, alles. Mir ist das schon fast zu anstrengend, mich selber auf den Berg zu schleppen. Versuche ich mein Gewicht so klein wie möglich zu halten. Nur ein paar Brote und das war's. Schreibt es mir nochmal, wie macht ihr das denn? Das würde mich mal interessieren. Oder habt ihr für die Berge, für die Alpen irgendwelche speziellen Sachen? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt das mal bitte rein. Das sieht ja mal cool aus, wie der Baum gewachsen ist. Die Natur schafft echt die schönsten Kunstwerke. So, ich glaube, mein Ziel kommt in Sicht. Das ist gut. Ich habe Durst. Schauen wir mal, ob das ist, wo ich hin wollte. Oder ob das nur ein kleiner Haufen im Schimmer ist. So, ich bin jetzt hier in Kreusen. Da oben kann man sehen. Aber hier gibt es leider anscheinend keine geöffnete Alm- oder Gastwirtschaft. Also werde ich jetzt ein bisschen Wasser trinken, eine Möhre essen und mich dann wieder auf den Rückweg machen. Ui. Seht euch das an. Absolut cool. Und hier mache ich gerade Pause. Da drunter. Mit dem Ausblick. Oder mit der Aussicht. Das ist echt toll. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht. Habe mich ein bisschen ausgeruht. Was gegessen. Was getrunken. Und jetzt geht es wieder auf den Rückweg. Ein Großteil der Strecke wird die gleiche sein. Weil den Rundkurs, der würde dann, kann man das sehen, irgendwo da lang führen. Das wäre einfach zu weit. Das werde ich nicht schaffen von der Zeit her, denke ich. Wir wollen nachher noch nach Lenzer Heide reinfahren, weil unser Kleiner ausgeschlafen hat, Mittagsschlaf, und deswegen ist das Zeitfenster heute etwas kürzer. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt für den Aufstieg Stunde 20, glaube ich, waren es. Habe ich ungefähr gebraucht. Also absolut okay für so eine kleine Mittagstour. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich hoffe mal, dass ich auch nicht viel länger zurück brauchen werde, auch wenn ich einen leicht abgewandelten Weg gehen möchte.
Aber das sollte dadurch, dass es bergab geht, eindeutig ein bisschen schneller gehen. Und dementsprechend auch der kleine, etwas andere Weg nicht deutlich zeitlich ins Gewicht fallen. Also, jetzt geht es wieder zurück und wir gucken mal, was wir unterwegs noch finden. Und weil ich gerade drüber sprach, kommen wir auch schon ein Schild. Line 40 Minuten, also sollte das super in der Zeit machbar sein. Perfekt. Jetzt hier noch eine schöne Bank gefunden und habe mir spontan überlegt, ich bleibe jetzt einfach mal ein paar Minuten hier und genieße diese Aussicht, genieße diese Ruhe. Man hört nur Insekten und Vögel und das war's. Und das werde ich jetzt einfach ein paar Minuten genießen und dann weitergehen. Hier habe ich Pause gemacht und diese Aussicht genossen. Das war wirklich schön. Ein paar Minuten der Ruhe, der Erholung, des In-sich-Gehens. Wirklich toll. Und jetzt geht's in dieser Richtung weiter. Gegangen und jetzt komme ich von hier zurück und nicht wieder diesen Betonweg laufen zu müssen in der prallen Sonne, werde ich jetzt einfach mal
diesen Weg nehmen. Mal gucken, wie das wird. Leute, und ich muss euch sagen, das war eine sehr gute Idee. Der Weg ist doch um Längen schöner als der Betonweg, den ich das erste Stück raufgelaufen bin. Absolut richtige Entscheidung, hier lang zu gehen. Ich freue mich. Geschafft. Da unten muss ich hin. Dann bin ich wieder zu Hause. Und da gibt es erstmal ein schönes Käffchen. Die Natur findet wirklich überall ihren Platz. Ich bin jetzt am Ende der Tour. Ich habe noch ein paar hundert Meter. Ich möchte mich hier dann mit der Aussicht von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video auf der nächsten Tour wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.